Ihr seht hier das HTC HD7 und wir schauen uns jetzt einmal die Bedienung des Gerätes genauer an. Dafür werde ich erst einmal den Akku einlegen. So, dafür nehme ich hier hinten die Abdeckung ab. Und dann seht ihr hier schon den Platz für die SIM-Karte. So, den Akku eingelegt, Abdeckung wieder drauf. Und dann können wir das Handy hier oben anschalten. So, das dauert dann erstmal so 30 bis 40 Sekunden, also man muss schon ordentlich warten. So, wir befinden uns dann hier auf dem Homescreen auf unserer Startseite. Und ihr seht schon, hier sind ganz viele Schnellzugriffe, die wir gelegt haben. Die können wir natürlich noch individuell anpassen. Das schauen wir uns gleich genauer an. Hier vorne auf dem Pfeil, da können wir ins Menü wechseln. Das schaut so aus. So, dann gibt es noch die Funktionen hier unten. Mit diesem Pfeil gelangen wir immer wieder einen Schritt zurück. Also wenn wir uns jetzt hier drin befanden und einen Schritt zurückgehen, sieht das Ganze so aus. Mit der Windows-Taste kommen wir immer wieder zum Homescreen zurück. Also egal, wo wir uns jetzt drin befanden, einmal da drauf geklickt und wir sind wieder auf der Startseite. Und mit der Lupe, da seht ihr schon, da können wir dann etwas suchen. Ja, diese Schnellzugriffe, die wir hier haben, die können wir löschen und verschieben, je nachdem, wie es uns gefällt. Dafür einfach lange hier drauf drücken und dann erscheint diese Darstellung. Da können wir das dann verschieben. Wenn wir es jetzt zum Beispiel da haben wollen, einfach nochmal draufklicken. Dann ist es an der Stelle. Wenn wir es löschen wollen, gehen wir auf diese Stecknadel. Und schon ist es weg. Um jetzt neue Schnellzugriffe hinzuzufügen, gehen wir einfach hier in das Menü rein und wählen hier SMS, MMS, lange drauf gedrückt und dann können wir hier auf Startseite klicken. So, und dann können wir das wieder an den alten Platz stellen und schon sieht unsere Startseite so aus. Also es lässt sich auf jeden Fall alles individuell belegen und ihr seht schon, der Touch funktioniert auch super. Das Handy reagiert sofort, auch wenn man nur leicht drüber geht. Die Bedienung ist auf jeden Fall super. Wenn wir uns jetzt auf der Startseite befinden und hier auf unsere Lautstärkewippe gehen, dann seht ihr hier oben, erscheint hier diese Anzeige, dass wir das Lautlos-Profil gewählt haben. Hier können wir dann wählen zwischen Klingeln und Lautlos und hier vorne seht ihr diesen Balken, da würde dann die Lautstärkeanzeige angezeigt werden, die man dann auch noch verändern kann. Ja, schauen wir uns mal an, wie wir SMS schreiben. Dafür gehen wir hier in MMS und SMS. Und dann seht ihr hier dieses Plus und hier diese drei Punkte. Auf den drei Punkten können wir dann noch Optionen wählen, hier die Einstellung oder eine neue SMS. So, hier können wir dann erstmal eine Nummer eingeben und hier dann die Nachricht. Ihr seht dann hier diese Vorschläge, die wir bekommen. Hier unten haben wir noch Sonderzeichen. Hier gibt es Smileys, die wir wählen können. Und wem diese Darstellung zu klein ist, der kann das Handy auch quer nehmen. Da sind die Tasten dann etwas größer, aber es bleibt dann jedem selbst überlassen, wie er es am liebsten hätte. Hier seht ihr dann zwei Symbole, um die SMS abzusenden und hier, um etwas anzufügen. Hier können wir dann Bilder einfügen oder hier vorne auf der Kamera noch ein Bild aufnehmen. Ja, und wenn man fertig ist, einfach hier vorne drauf gehen, um die SMS abzuschicken und ansonsten mit dem Windows-Knopf zurück zur Startseite wechseln.